Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Und der mich gerade voll erschrocken hat, das ist der Episode 1 LP. Ich doch nicht. Hallo zusammen. Ich habe mal ein wenig rumgeschaut mit dem Tutorial in Kombination mit euren Kommentaren, die ihr mir geschrieben habt. Und habe mal ein paar Perks freigeschaltet, nachdem ich da endlich mal begriffen habe, dass ich die Blutlinie, also dieses Blutnetz, heißt das glaube ich, benutzen kann. Und fühle mich jetzt vollends gerüstet und bereit, alles andere auch noch freizuschalten. Dementsprechend würde ich sagen, tippen wir mal auf Ready für eine neue Runde. Du bist bereit. Du bist bereit zu sterben. Ja. Also zum Sterben nicht, aber ich bin bereit zum Spielen. Ach so, das sieht ja echt nett aus mit deinem Köfferchen. Ja, ne? Ich bin geil. Das heißt, ich kann... ich weiß gar nicht, was das heißt, ob ich mich jetzt heilen kann oder... Also andere heilen, habe ich gelesen, kann ich grundsätzlich. Wenn zwei Leute dabei sind, kann ich den anderen heilen. Das heißt, wenn wir uns befreien, müssen wir zur selben Seite irgendwo hin. Ach, guck mal, die hat auch ein Köfferchen. Zur selben Seite irgendwo hin und können einander dann heilen. Also vermutlich ja, können wir nur einen heilen. Das habe ich auch gesehen, dass es geht. Und das dauert aber auch, ne? Du musst, glaube ich, die Taste auch gedrückt halten. Ja, und du musst, glaube ich, auch beim Heilen, wie bei dem Generator, diese eine Taste drücken. Ja. Und wenn du den Koffer hast, kannst du dich wahrscheinlich selber heilen, ne? Ich nehme mal an, dass das das heißt. Ich habe jetzt vergessen, was in den Perks drin stand, wenn ich ehrlich bin. Fuchsschwanzduftkiste. Der Rattenfänger stand bei mir irgendwas. Ja, es ist blöd, das ist so schnell wieder weg, das kann man gar nicht sehen. Die Jägerin, oh, das hört sich nicht gut an. Ich bin ja sonst immer die Jägerin. Aber nicht bei Dead by Daylight. Achte auf ihr Summen, um sie zu entdecken. Ach so, bevor du beim Generator was drücken musst, ist wohl so ein Dong oder so drin. Habe ich jetzt in so einem Überlebensvideo gesehen. Ein Dong? Also muss man darauf hören, wenn da so ein anderes Geräusch kommt, dann musst du wahrscheinlich direkt danach die Taste drücken. Also drück jetzt nicht sofort drauf, weil sonst ist es halt zu früh. Du bist beim... Oh, wir sind in eins der neuen DLC... Sag jetzt bloß, wir sind bei Halloween? Nee, oder? Ich sehe gerade irgendwie euch alle. Ach so, und solange niemand in der Nähe ist... nee, andersrum. Oh, diese Vögel hier, wenn die auch nach oben gehen, dann weiß der auch, wo du bist. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen davon... Ja, hast du. Das ist aber nicht Halloween, das ist was anderes. Ich weiß nur... nee. Doch, hier vorne ist ein Generator, aber das ist direkt, da würde ich nicht hingehen, glaube ich. Da kommt er wahrscheinlich ganz am Anfang hin. Also von uns ist da... Bist du das jetzt hinter mir? Ja. Du solltest immer schleichen. Habe ich jetzt gesehen. Ach, hier kommst du gar nicht durch, oder? Ich wollte jetzt... Ach, du an den Vögel. Hier ist ein Generator. Ja, lass uns den mal machen. Das ist der Ausgang hier auch, ne? Echt? Und er hört das, wenn du ihn reparierst, ne? Oh, scheiße. Ah. Ja, das war die falsche Taste. Entschuldigung. Komm, so, lass uns. Lass uns gehen, hier rüber. Naja, ich bin jetzt auf der anderen Seite, Mist. Oh, ich glaube, einer ist schon getroffen worden von uns. Ich werde auch versuchen, die Ruhe zu bewahren, auch wenn es mir ehrlich gesagt mega schwer fällt. Ich bin jetzt genau im Gegensatz von dir jetzt hier im Laufen. Ja, ich laufe mal zu dem roten... Also einer liegt auf dem Boden bei uns. Was heißt bei uns? Ach da, ja, ich sehe es. Aber ist ziemlich weit weg noch. Ja, ist auf der anderen Seite, das ist natürlich blöd. Oh, ich höre ein Wimmern. Was meinen die bestimmt damit? Wenn ich jetzt da hingehe, um dem zu helfen... Ja, es ist logisch, dass der da auch ist. Ja und nein. Also manche warten wohl auch direkt da. Ich meine, gut, der liegt jetzt da die ganze Zeit, ne? Der hat den noch nicht weggeschleppt. Das ich gehe nochmal zurück zu unserem Generator. Ich versuche das Ganze jetzt extrem... Oh, nee, der ist gerettet worden, oder? Nee.
versuche das Ganze mal extrem taktisch heute zu machen. Also ich bin jetzt wieder an dem Generator, wo wir eben waren. Ich höre irgend so eine komische Frau singen hier. Ja, dann ist sie bei dir in der Nähe wahrscheinlich. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Hat der nicht? Also der eine wurde jetzt aufgehangen. Ja. Ich stehe natürlich auch noch direkt an dem Generator hier. Ich habe gesehen, wie der denn aufgehangen hat. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der hin? Ich kann es nicht sehen. Ich habe ne gesehen. Ist der weg vom Generator? Von dem Aufgehangenen? Von dem Typ ist er wieder weggegangen. Oh, oh, oh. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Aber wir haben den mit dem Hasen-Dings. Ne, der verfolgt mich. Scheiße. Nein! Oh, fuck! Kam der aber völlig von der anderen Richtung hier. Nein, ich wollte drüber springen. Fuck. Jetzt hat er mich nicht gefunden. Das sah ja geil aus. Pass auf, der hat mich. Schleppt mich gerade hoch. Scheiße, ich wollte eigentlich noch zu dem einen eventuell rübergehen. Nee, ich bin unten im Keller. Ich bin im Keller. So, am Haken soll ich mich nicht wehren, habe ich jetzt gesagt bekommen. Er hat auch geguckt, ob sich unten einer versteckt hat. Ist jetzt wieder nach oben gegangen. Ich weiß aber jetzt nicht, wo er hin ist. Mist, ich bin runtergefallen. Ich höre aber noch die Musik. Es kann sein, dass er noch bei mir in der Nähe ist. Blute hier so langsam aus. Also ich hoffe, dass mal jemand kommt, mich zu befreien. Aber ich glaube, der Tipp ist gut, dass du nicht versuchen sollst zu fliehen, weil das einfach sehr viel schneller ist, dass du dann gegen das Ding kämpfen musst. Ich hänge jetzt und habe noch die Hälfte der Zeit, habe ich noch übrig, die ich hier hängen kann. Also das ist gar nicht so schlecht. Falls einer den Keller findet und den Gegner... Ja, wir sehen dich. Wir sind beide auf dem Weg dahin. Aber der Typ muss kämpfen. Aber ich habe euch gerade gesehen. Ich kämpfe um mein Leben. Ja, der Typ ist hier. Der Typ ist hier. Der hat mich befreit. Nein! Nein! Scheiße, er hat mich schon wieder... Oh, fuck, ey. Ich kann mich... Nein, der ist hinter den Typen her. Der ist hier unten im Keller. Komm bloß nicht her. Ich bin draußen. Ich kann mich nicht erholen. Nee, der holt mich jetzt. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Normalerweise müsste ich doch eigentlich... Ja. Scheiße. Ja, und bin direkt aufgespießt. Jetzt ist der Typ, rennt gerade raus von dem Killer weg. Oh, mach schneller. Ich will das verfolgen. Los. Los, los. Oben läuft einer. Ja, ich bin geopfert worden, damit ihr das schafft. Los. Oh, ich glaube, ich kann gerade ein Update machen. Ah, eine wird gerade vom Killer verfolgt. Im Haus ist ein Generator halb fertig. Ja. Ah, scheiße. Ich versuche gerade den zu reparieren. Sie ist getroffen. Sie ist getroffen. Aber sie rennt ums Haus immer rum. Mann! Ist sie doch... Ist der doch bei ihr? Ja, sie rennt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er am Boden. Oh, lauf weg, lauf weg. Der ist hinter die... Ja, ist hinter mir. Nee, 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 der rennt in die andere Richtung. Lauf weiter, lauf weiter. Der ist in die andere Richtung gerannt. Zu dem Generator, glaube ich, rüber. Jetzt holt er sich das Opfer. Der schleppt sie jetzt wahrscheinlich im Keller. Da in der Nähe ist auch noch einer. Sie hängt jetzt hier am Haken. Jetzt sehe ich aber leider nichts mehr. Ach, sie versucht aber zu fliehen. Nein!
Sie konnte fliehen, sie konnte fliehen. Oh Scheiße, und der ist hinter ihr her. Also, egal was du machst, mach weiter. Er ist noch bei ihr. Ja, ja, ich bin am Reparieren, aber ich habe... Ich hoffe, du bist der Rechte, den ich gerade sehe. Weil der andere ist auch gerade noch am Reparieren. Der nutzt das aus. Er hat jetzt wieder einen Haken gehangen. Jetzt sehe ich nicht, wo der hingelaufen. Nee, er rennt zu dem anderen, glaube ich, hin. Er rennt zumindest zum Spieler hin. Ja. Welchem? Fuck. Das ist eine gute Frage. Also sie kämpft gerade noch. Du hast schon halb repariert. Er hat fast ganz repariert, aber... Ne, der Killer ist bei ihm, in der Ecke. Der hat ihn gesehen, oder? Oh, er hat es jetzt umgeworfen. Doch, er hat... Aua. Ich schmeiß hier mein Mikrofon runter. Er hat ihn gesehen, also er ist hinter ihm her. Mach weiter. Ja, ich... sie ist aber auch bald tot, glaube ich. Ja, sie ist, glaube ich, gerade gestorben. Ja. Pass auf, er kommt, glaube ich, in deine Richtung. Er kommt in... Nee. Der hat ihn getroffen. Er gibt ihn ans Haus. Okay, mach weiter, mach weiter. Ja, was hat der da für ein... Achso, doch. Der rennt jetzt in den Keller vor ihm weg. Warum habe ich jetzt einen roten... Der Killer ist noch im Keller. Kommt wieder hoch. Pass auf, der kommt euch entgegen. Also noch ist er, glaube ich, auf ihn fixiert, aber man muss aufpassen. Der rennt jetzt ums Haus rum. In deine Richtung jetzt. Also wo du eben warst zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt bist. Der geht jetzt ins Haus rein. Das ist übrigens auch ein Generator. Ach, das ist der, den du gemacht hast, ne? Nein. Er geht nach oben in die Etage. Duck dich, duck dich. Der war jetzt gerade hier oben in der Etage, ist aber... Nee, ist noch bei ihm. Ich glaube, der guckt... Der geht jetzt runter, der Killer. Pass auf. Ich habe noch einen Generator. Ja, pass auf. Nee, er kommt zurück. Ich denke aber mal, der sieht, welche Generatoren auch fertig sind. Falls ihr das wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Weil das würde mich mal interessieren, ob der das mitkriegt. Er hat ihn jetzt aufgehangen. Der ist bei dir in der Nähe. Komm, drüber. Pass auf. Also er ist quasi so Luftlinie direkt hinter dir. Oh, jetzt kann ich nur noch auf dich umschalten. Oh, oh, oh. Nicht, nicht, nicht. Der kommt doch da rum. Ja. Du sollst aber nicht laufen, das hört er. Entweder gehen oder halt geduckt bleiben. Also geduckt, dann sieht er dich halt schlechter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Killer jetzt ist. Da ist er, da ist er, da ist er. Die Szene. Egal was du machst, versteck dich nicht. Scheiße. Oh, pass auf, ich glaube, da kommst du direkt dahin. Versteck dich mal irgendwo hinter. Also ich sehe ja nicht, ob der jetzt hinter dir ist. Jetzt ja, ist er, da ist er. Aber der kann irgendwie mit Beinen werfen oder so. Oh. Du musst drüber springen können jetzt. Mist! Da ist er! Oh, fuck! Das war tief. Achte auf die Treppen, weil... ja, da wird er dich finden, denke ich mal. Das ist doch scheiße, Alter. Ich meine, ich bin ja alleine, ne? Das ist ey. Ja gut, du kriegst jetzt Punkte dafür, dass du gewagt bist, ne? Dass du da reingehst. Aber ich denke mal, der wird dann hier unten noch kontrollieren, ob irgendwo was drin ist. Also komm auf jeden Fall nicht raus, weil der wird jetzt hier runterkommen, nehme ich an. Ja, das Problem ist ja, der Killer muss sich ja jetzt auf dich einschießen. Ne? Weil du bist halt der Letzte und es ist ja dann sein Ziel, den Letzten zu kriegen. Ja, das Problem ist halt, ich habe zwei Generatoren sind fertig, aber ich weiß nicht, ob die anderen das fertig gemacht hatten.
Weil nee, ich konnte nicht viel machen. Ich konnte den, ich weiß jetzt gar nicht, zur Hälfte oder so. Also da sind es immer noch drei, die fehlen. Also das ist ja nicht schaffbar eigentlich, was da kann man sagen. Oh, ich höre ne. Er kommt. Ja, Herzschlag. Theoretisch, wenn er jetzt hinten hingehen würde und die öffnen würde, könntest du raus und ich weiß nicht, ob da die Treppen waren. Also, er ist wieder woanders hingegangen? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich muss ich hier raus, ich kann nicht hier drin bleiben. Bringt mir nichts. Hä? Ich hör doch irgendjemanden. Wir sind aber alle tot. Ach, ich konnte mich aber auch nicht heilen. Wenn er da drin... Ja, die Vögel verraten es ihm jetzt wahrscheinlich. Wieso verraten die ihn nicht? Ah, ich höre ihn schon. Fuck. Ja, du bist so am Jammern, das ist gar kein anderer. Du musst dich irgendwo hinstellen, wo der dich nicht sieht und dann heilen. Oh, was war das? Der hat geworfen. Ja, ist vorbei. Andererseits, ich weiß jetzt nicht, ob du dich heilen kannst. Also du kannst dich nur selber heilen, glaube ich, wenn du ein Köfferchen dabei hast oder so. Was macht der denn jetzt? Warte mal. Der macht die Klappe kaputt. Ach, der wartet, bis du... Der wartet, ob du da reingehst, glaube ich, oder? Durch die Klappe entkommst du, glaube ich, oder? Ist das nicht die? Hä, was macht er denn jetzt? Du könntest dich doch gar nicht bewegen. Der will, dass du durch die Klappe gehst, warum auch immer. Hä? Ich habe überlebt. Hä? Ja, der hat dir quasi jetzt den Sieg geschenkt. Was ist das denn? Keine Ahnung. Also... Ohne Scheiß jetzt. Wer das Verhalten jetzt verstanden hat, schreibt es bitte in die Kommentare rein, weil ich habe echt null Plan, was das jetzt sollte. Also ich finde es geil, dass der... Ich habe auf jeden Fall ganz schön was dazu gekriegt. Russian Ranger, Next Time Crawl, Jesus. Hä? Ich gehe mal eben auf Upgrade. Was ist das?